Die linke Hälfte der Räder, die läuft also nur, wenn er kaputt schreit. Und er kommt alle halbe Stunde, kommt er raus und macht das. Und die Uhr läuft also 37 Jahre. Das geht schon von mir. In 2 Jahren und dann gefällt mir jedes Zahnrad einzeln ausgelegt und Stiefel, gell? Mein Vater ist schon mal, hat die Idee gehabt, zum Prosio zu bauen. Und er macht die Kleine hier drin alles selbst. Bis am Sonntag hat er vielleicht das Problem. Okay. Und das hier ist die Stundenstapel. Die reguliert, wie viel man sie schlägt. Die große Aussparung ist um 12:30 schlägt er einmal, um 13:00 einmal, um 13:30. Und dann sehen Sie, wird das Holzstück immer um 1 Kuckuck so breiter, gell? Weil er jedes Mal einmal mehr rufen muss. Okay. Dann das ist 22-fach verwendetes Bootsbauholz, das verzieht sich nicht, gell? Also wenn ich das ins Wasser lege, will ich das nicht auf. Und das ist halt das da, da muss ich prüfen, dass ich mir keine Abweichungen habe. Dann haben wir nur hier noch die Unruhe. Seht ihr, das schräg verzahnte Radarohr, das heißt das Ankerrad. Jetzt gibt er einen Zahn frei und durch die Schrägverzahnung bekommt er die Pendelbewegung auf die andere Seite. Gell? Ja. Also der tut einen Zahn heben und durch die Schrägverzahnung bekommt er wieder den Schwung auf die andere Seite. Das ist die Unruhe, wo man sagt, innere Uhr. Gell? Und damit kann ich die Zeit einstellen, mit der Linse nach unten läuft die Uhr langsamer, weil das Gewicht von der Linse schwerer wird. Oder ich schiebe sie wieder hoch, dann läuft sie schneller. So, dann haben wir noch die Kleidung oben hier drinnen. Das mit dem großen Gewicht, die sind also 8 Tage weg, die laufen eine Woche. Dann gibt es nämlich den Sick. So, können Sie mal umschauen und. Halt kommt dann der Druck wieder raus, gell? Gut. Was kennst du für die Genauigkeit? Ja. Und den Ding? Plus, minus.